Hallo und willkommen hier wieder zu Yu-Gi-Oh! News und zwar zu den restlichen Karten. Und zwar da, also Duelist Pack 19 anscheinend mit ein paar Karten von wie heißt der mit dem antiken Antrieb? Ach, ich habe keine Ahnung. Crow, irgendwas, nicht Crow, das ist ja der Schwarzflügel, aber auch so ähnlich. Und dann auch noch eher von Pegasus mit Aufgeben. Hier noch das Ritual, dann von Weevil ein bisschen Insektending. Von den einem bösen Bandit Keith oder so. Heavy Metal Raiders. The First, also das erste Mal, wenn eine Finsternismaschine-Monster zerstört werden würde beim Kampf, ist sie nicht zerstört. Und wenn man Kampfschaden von diesem Kampf davon trägt, bekommt das Monster so viel Angriff dazu. Und es ist eine Feldzauberkarte, also gar nicht so schlecht. Und aber pro Spielzug, wenn ein Monster, was man kontrolliert, dessen Originalattribute und Typ Finsternis und Maschine ist, ein Monster zerstört, eine Karte zerstört, auf dem Feld, entweder durch den Kampf oder durch seinen eigenen Effekt, man kann ein Finsternismaschine-Monster von der Hand als Spezialbeschwörung beschwören. Auch nicht so schlecht, nicht so schlecht. Dann ja noch diese Sprengkugel oder sowas, Zeitmaschine, bewaffnete Drache Level 3, Level 5. VW, XYZ, Drachenkatapultkanone, yeah, okay, Ojama Magi und, wow, ich glaube, die ist ziemlich gut, dieses Cross Dimension oder Kyoto, man kann einen antiken Antriebmonster wählen, also was man kontrollieren will, es verbannen und das Monster kommt dann wieder zurück aufs Feld während der nächsten Setup-Phase und bis zum Ende des Zuges dann hat es die Angriff verdoppelt. Also antiker Antriebsgolem hat dann 6000 Angriff. Blöd ist natürlich, dass eine Fusionsmonster, weil das immun gegen Zauberfallen ist, aber das macht nichts. Es ist trotzdem irgendwie eine gute Karte. Und der zweite Effekt ist, wenn ein antiker Antriebsgolem oder antiker Antriebsgolem Ultimate irgendwas pound, ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber egal. Was man kontrolliert würde, also wenn das zerstört werden würde, man kann diese Karte vom Friedhof verbannen, stattdessen auch nicht so schlecht. Genau, das ist hier der Ultimate Pound. Wow, ein Kristallungeheuer so viel Pegasus kommt auch nochmal dazu. Kristallfreisetzung, Kristallbaum, Wirbel, irgendwas. Und das Fusionsmonster Maschine Level 5 für Instant Fusion, dass man für Cyberdrachen benutzt, ist auch da drinnen. Dann noch Begrenzer Entferner. Ja, soweit so gut. Ich freue mich natürlich auf das Kristallungeheuer Saphir Pegasus, weil ich hoffe auch, dass diese Kristallungeheuer Support Karten auch zu uns kommen und ich mag ein Deck daraus machen. Ja, okay. Das war's auch schon wieder eigentlich und bis zum nächsten Mal.